Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing und heute auf einen, auf den ich schon sehr, sehr lange gewartet habe, auf den ich mich riesig, riesig freue und ich weiß, dass dieser Adventskalender für viele von euch der Start in eine neue Hauterfahrung geben wird, denn ich habe ihn endlich, den Jipoda Adventskalender 2023 und wir werden ihn heute gemeinsam unboxen, denn ich weiß selber noch nicht, was drin ist, aber ich weiß, dass hier viele Produkte drin sein werden, die ich noch nicht kenne und ich kenne eigentlich jedes Produkt von Jipoda, deswegen schauen wir mal, was da drin ist. Zuallererst hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und ihr ein wunderschönes Wochenende hattet. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Ich habe dieses Jahr schon einige Adventskalender geunboxed. Einige haben mich sehr enttäuscht, einige haben mich wirklich freudig überrascht. Aber hier bin ich sehr gespannt, weil so ein Skincare-Adventskalender von einer Brand schon sehr aufregend sein kann. Üblicherweise gibt es Adventskalender, wo wirklich viele verschiedene Brands mit drin sind und wir haben sehr, sehr viele Filler-Produkte mit drin und die sind dann auch sehr, sehr teuer. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, habe ich neulich gehabt, da hat jemand behauptet, ein Adventskalender hätte einen Warenwert von 1300 Euro. Den habe ich nicht gesehen. Hier haben wir den Jipoda Adventskalender und ich lese euch einmal ganz kurz vor, was der können soll. Der soll Produkte im Wert von 406 Euro beinhalten für einen Verkaufspreis von 159 Euro, was im Verhältnis eine sehr, sehr gute Preis-Leistungs-Variante ist. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, der Vorteil des Adventskalenders, weil du einfach sehr, sehr viele verschiedene Produkte einer Marke kennenlernen kannst, die dich vielleicht interessiert. Es gibt aktuell auch eine Black Week bei Jipoda. Da gibt es jeden Tag andere Angebote, die gilt noch bis zum 26.11. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Und ich habe auch einen Rabattcode, der gilt zwar nicht auf den Adventskalender, weil der schon einfach so krass im Warenwert ist, aber mit meinem Rabattcode gibt es zur Black Week super spannende Überraschungsangebote. Ich weiß auch schon, was es ist. Ganz wichtig, die Überraschungen mit meinem Rabattcode gibt es aber trotzdem auch beim Kauf vom Adventskalender. Es lohnt sich wirklich, den Code zu benutzen. Jetzt kommen wir einfach zu dem Kalender. Falls ihr meine Adventskalender-Unboxings noch nie gesehen habt, ich erkläre euch kurz meine Regeln, weil das recht wichtig ist, weil ich nicht so detailliert über das Produkt spreche, sondern ich zeige euch, was drin ist und gebe euch meine Meinung recht ungefiltert mit. Das seht ihr meistens auch an meiner Reaktion in meinem Gesicht. Aber wenn es ein Adventskalender von einer Brand ist, die sich nicht mit vielen verschiedenen Brands zusammengeschlossen hat, dann finde ich, ist es okay, wenn vielleicht auch mal das ein oder andere Filler-Produkt mit drin ist. Wir alle definieren Filler-Produkte anders. Für mich sind Filler-Produkte Nagelfeilen. Ganz klar. Oder ein Anspitzer. Wird hier nicht drin sein, aber wenn ich an Jipoda denke und ich arbeite mit Jipoda schon sehr, sehr lange zusammen, weiß ich einfach, dass ich diese ganze Experience kaufe. Also ich kaufe ja nicht nur das Produkt, übrigens sehr, sehr gutes Fixing Spray und das Must Have, sondern ich kaufe mir diese 10 Minuten am Abend Ruhe. Und das ist bei Skincare mir vor allen Dingen sehr, sehr, sehr wichtig. Ich sehe wieder aus wie meine Mama. Let's go. Packaging, unglaublich schön. Falls ihr die Jipoda noch nicht kennt, vegan, cruelty free, made in Korea. Das ist eine koreanische Skincare-Reihe. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Produkte, die einfach, auf die ich in meinem Alltag nicht mehr verzichten kann. Das wisst ihr aber. Wir klappen ihn einmal auf. Dann hast du hier, wir lieben Tiere, wir sind vegan, wir sind natürlich, made with love in Korea. Und mindfully produced. Und 1% geht an For the Planet. 24 Tage of Self-Care. Get ready für 24 Tage gefüllte Freude mit K-Beauty und Relaxing Me-Time. Jeden Tag eine neue Überraschung, die dich in dieser stressigen Zeit ein bisschen beruhigen können. Okay, ich muss ihn einmal hier kurz platzieren. Wir haben teilweise sogar sehr, 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 sehr große Fächer mit drin. Wie groß diese Boxen sind. Ich verrate euch selbstverständlich nicht, in welchem Türchen was drin ist. Okay, wir starten mit dem The Glow Hero. Das ist ein Bakuchol Oil Serum. Super, super süß. Perfekt halt für unterwegs. Und das ist, das muss ich dazu sagen, ne? Weil ich ja sonst immer so ein bisschen schwierig bin bei
Mini-Größen. Ich will natürlich nicht nur Mini-Größen haben, aber gerade bei Skincare finde ich das nicht so schlimm wie beispielsweise eine Mini-Mascara in einem Adventskalender von einer Make-up-Brand, die ich schon tausendmal gekauft habe. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da den Unterschied machen und dass wir da auch einmal kurz drüber reden. Weil wenn du noch nie ein Produkt von einer Skincare-Brand ausgetestet hast und du dann ein Full-Size-Produkt drin hast, was du nicht magst, ne? Süß, das Produkt mag ich tatsächlich sehr gerne. Ich habe Hoffnung, dass wir hier Produkte drin haben, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und da haben wir hier, spannend. Wir haben den The Multi Balm, einen pflegenden Tinted Balm für Lips, Eyes and Cheeks. Das ist jetzt der Refill. Das heißt, du hast nicht nur, wahrscheinlich wird hier auch dann das Hauptprodukt drin sein, sondern du hast hier, ja, krass, den Refill drin. Das ist ein richtig schöner Hot Red Ton. Ich trage ihn jetzt nicht auf. Ich warte mal, dass wir hier noch das Originalprodukt mit drin haben. Aber das finde ich ganz gut, dass du auch einen Refill hast. Das ist eins meiner liebsten Produkte. Und zwar den Purify Hero. Natürliches BHA, was so ein bisschen peelt. Wenn du gerade im Winter, wenn du so eine trockene Haut hast, die so ein bisschen schuppig ist, ist der wirklich perfekt. Der ist sehr, sehr pflegend und vor allen Dingen nicht so aggressiv. Das finde ich bei BHA immer schwierig, ne? Weil manchmal ist es einfach zu doll und dann ist die Haut so gereizt. Hast du damit nicht. Das ist das Schöne an Jeporda. Ich finde, das wird oft falsch verstanden, aber ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Produkte benutzerfreundlich sind, anwenderfreundlich sind. Das bringt dir nichts, wenn du ein Produkt hast, an das du dich nicht rantraust. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, wir haben ein sehr, sehr großes Päckchen. Süß, die Boxen, ne? Reminder, time to take a break. Wir haben hier eine Jeporda-Tasche. Passt zumindest zum Adventskalender, ist passend an den Adventskalender angepasst. Das sieht man auch hier dran an der Verpackung. Ne? Das finde ich ja immer ganz süß. Ja, da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt in dem Fall ein, in Anführungszeichen, Filler-Produkt. Ist aber, wenn man die ganzen Produkte damit reinmacht, mit Sicherheit super funktional. Und hier haben wir den The Double Bubble. Ein großartiger Reinigungsschaum. Ist so süß, ne? Weil ich mir die Ver... Aber guck mal, auch hier, das hat man nicht direkt auf den ersten Blick gesehen. Selbst diese Verpackung hier, das ist zwar ähnlich wie die klassische Double Bubble Verpackung, aber das ist extra mit dieser Blume, die hier auf den Verpackungen mit drauf ist, ne? Ich habe jetzt, wo ist sie denn? Diese Blume ist da auch mit drauf. Also die sind extra für den Adventskalender produziert. Das sind nicht Restposten. Das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Das sind die The Ice Globes. Ich habe die schon ganz, ganz oft auf TikTok gesehen und wollte die immer mal ausprobieren. Habe ich aber irgendwie nie gemacht. Die sind ja süß. Schau mal. Das sind Ice Globes, die du in den Kühlschrank machst und dann über dein Gesicht gehen kannst und deine Seren oder so ein bisschen besser einmassieren kannst, ins Gefrierfach natürlich. Super, super süß. Auch hier Jeporda angepasst. Und damit kannst du dann alles so ein bisschen massieren oder gerade so unter den Augen. Wenn du morgens so geschwollene Augen hast, ist das eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Sehr süß. Da freue ich mich tatsächlich persönlich selber drüber. Die behalte ich auch. Sonst verlose ich euch die Inhalte der Adventskalender ja immer. Aber die behalte ich, weil ich das halt selber auch mal ausprobieren wollte. Super cool. Ich hoffe, dass sie auch ins Standardsortiment kommt, Jeporda. Wir haben, ach krass, schau mal. Wir haben hier den Full-Size Repair Hero. Das ist mit Probiotik und Niacinamiden. Das ist die Full-Size-Größe, ne? Also komplett voll, 30 Milliliter. Spendet Feuchtigkeit und ist für Slow Aging gemacht. Was ich ganz gut finde immer ist, gerade wenn man sich, ich weiß, also ich vergesse ganz oft, dass ich mache Make-up und Skincare beruflich. Ich setze mich jeden Tag damit auseinander. Aber wenn man das halt nicht tut, kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, zu wissen, wie macht man es denn richtig? Und auf den Jeporda-Produkten steht immer eine Zahl und die Reihenfolge. Hier habt ihr Routinen-Steps. Erstens Oil Cleanse, zweitens Water Cleanse, drittens Prep, viertens Treat, also behandelt. Und hier ist die 4 und da steht halt auch immer drauf, sodass du weißt, okay, ich starte mit dem The Calm Balm, diesem Oil Cleanse. Dann haben wir den Double Bubble. Dann haben wir den Purifier Hero. Dann haben wir dies, dann haben wir das. Und du weißt, in welcher Reihenfolge du diese koreanische Skincare-Reihe machst. Finde ich immer ganz gut. Einfach weil es, und da sind wir wieder bei anwenderfreundlich. Wir haben die Recovery Moment Maske. Das ist eine Sheet Maske. Ich glaube, könnt ihr das sehen? Nee, ich glaube nicht, ne?
Da ist extrem viel Serum drin. Was ich ganz süß fand, Yipo hat mal ein Video gemacht. Da haben sie gesagt, dass also das halt so viel Serum drin, dass du das abfüllen kannst, wenn du beispielsweise eine alte Flasche hast von deinem Serum oder so. Dann kannst du das da reinmachen und am nächsten Tag nochmal mit benutzen. Wir haben ein Multibalm. Hier ist noch ein weiterer Refill. Der wird bestimmt aber in einer anderen Farbe sein. Der ist sogar transparent. Also du hast einmal mit Farbe und einmal ohne Farbe. Dann haben wir hier ein sehr, 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 sehr schweres Päckchen. Das kenne ich nicht. Das habe ich. Ah, The Holiday Harmony. Eine beruhigende und relaxende, beduftete Kerze mit Zitrus, Vanille und Gardenia. Oh, krass. Schau mal, wie hübsch die ist. Die hat auch so angepasst an Weihnachten. Die riecht sehr, sehr gut. Du riechst erst dieses Zitrische, was so ein bisschen frisch und ein bisschen. Und dann kommt die Vanille durch. Sehr, 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 sehr süß. Made in Spain. Ach, cool. Okay. Das finde ich süß. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber das schließt den Kreis. Und das passt so ein bisschen zusammen zu diesem Self-Care-Moment. Ich erinnere ungerne an das Drama aus dem letzten Jahr, wo du eine Yoga-Klasse und einen 75-Euro-Gaming-Gutschein hattest. Wir haben ein Reinigungstuch. Die sind immer ganz süß, um das Gesicht abends abzureinigen. Oder um einfach vor allem auch abzutrocknen. Auch das ist angepasst an den Adventskalender. Das sind alles so Schwertpäckchen. Wir haben einen Gua Sha. Der ist jetzt zugeklebt, hat so ein paar Riffel mit drin, sodass du wirklich die. Ich finde, ihr wisst, ich liebe Gua Sha, ne? Vor allen Dingen, ich habe ja so Probleme mit dem Kiefer, weil ich immer so fest draufbeiße. Und um das zu lockern, gehe ich damit total gerne rein. Sehr, sehr süß. Kann man immer, Gua Shas, ne? Kann man immer gebrauchen. Ich habe überall einen. Ich habe hier einen, ich habe im Bad einen, ich habe sogar oben im Bad einen. Im Gästebad nicht. Und hier ist er auch schon, der The Calm Balm. Der ist super, um das Make-up zu entfernen. Und dann halt mit dem Double Bubble. Hier bin ich sehr gespannt, denn hier habe ich schon gelesen, dass es einen neuen Duft gibt. Ihr wisst ja, der Mistave, ne, benutze ich jeden Tag vor dem Make-up, nach dem Make-up, zwischendrin, abends, für meine Mutter, für meinen Vater, für meine Familie, für den Garten, für alles liebe ich sehr, weil es einfach super viel Feuchtigkeit spendet. Und hier haben wir den The Mistave und der soll angeblich einen exklusiven Duft haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich den ersten schon mag, der riecht halt so schön nach Lavendel. Krass. Ganz leicht, wenn du kein Lavendel magst, ganz leicht. Schon fast ein bisschen pudrig, aber sehr subtil. Frisch. Oh, toll. Okay. Ich glaube, den mag ich sogar noch lieber als den Lavendelduft. Okay, wir haben immer noch sehr, sehr viele Türchen. Wir haben einmal die Midnight Magic Cream. Die ist perfekt für abends. Eigentlich hast du, bis jetzt hast du, glaube ich, schon alle Hauptprodukte von Yipoda. Okay. Ja, wir haben. Wintersocken, die sind aber sehr weich. Ja, okay. Warme Socken für kalte Wintertage. Es passt schon, ne? Es passt schon zu diesem Thema Self-Care. Wir haben die The Timeless Moment Maske. Die mag ich ganz gerne, wenn ich abends so gereizte Haut habe. Habt ihr neulich, glaube ich, in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Mag ich sehr gerne. Und die Tüten, also es. Du denkst, es ist Plastik, aber also es zersetzt sich, ne? Du kannst es recyceln. Es ist wer ist es denn? Biodegradable. Kannst du verbuddeln und irgendwann ist es weg. Oh, biodegradable. Tolle Beschreibung von biodegradable, Maxim. Auch das kenne ich noch nicht. Wir haben The Bubble Bomb. Das ist eine Badebombe. Oh, die riecht sehr gut. Ein bisschen fruchtig. Habe ich noch. Also, das ist kein Produkt, was es im Standardsortiment von Yipoda gibt. Die riecht sehr, 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 sehr gut. Wenn du keine Badewanne hast, dann kann man sowas ja verschenken. Aber das finde ich ganz süß, weil du auch hier, ne? Das ist so, du kaufst, muss man sagen, du kaufst die Experience, ne? Du kaufst bei Adventskalendern, vor allem bei Skincare-Adventskalendern, immer die Experience und die Zeit, die du dir nimmst. Und das finde ich ganz süß, dass es hier auch immer draufsteht. Taking care of yourself is productive. Also es ist schon wichtig, dass man sich auch gerade in dieser stressigen Jahreszeit, ich merke es bei mir selber, ich erzähle euch was von, nehmt euch Zeit und ich mache es meistens selber nicht, aber es ist super, super wichtig. Wir haben die The Rescue Moment Maske. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, alle drei Masken, die es gibt. Oh, und die kenne ich noch nicht. Die ist neu. Die The Christmas Moment Maske. Revitalisierende Sheet Maske mit Feige. Licorice ist Lakritze. Und Kräuterextraktkomplex kannst du morgens und abends benutzen. Die kenne ich tatsächlich selber noch nicht. Gegen unebene Haut, gegen fahle Haut, gegen feine Linien und Fältchen. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wir haben wirklich vier verschiedene Masken, die ich. Hier ist die vierte. Die ich
Die grüne, die kenne ich noch nicht. Und wir haben noch einen, und hier ist auch das Originalprodukt, beziehungsweise das Ursprungsprodukt, der The Multi Balm. Da kannst du dann den roten oder den transparenten einfach mit reinmachen. Und zu guter Letzt die The Seatox Maske in Full Size. Aus dieser Packung kommst du 3 Monate mit. Also die ist so ergiebig, du brauchst nur eine ganz, ganz dünne Schicht. Was ich damit immer ganz gerne mache, ist, ich gebe die mir punktuell hin. Ne? Wenn ich so weiß, okay, hier habe ich eine Unreinheit oder vergrößerte Poren, gebe ich die rauf. Und dann hast du einfach ganz, ganz viel mitgeschafft. Was ich sehr, sehr gut finde, das waren wirklich sehr, 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 sehr viele Produkte. Das hat wirklich Freude gemacht, das auszupacken. Ich habe gerade mal so einen Moment überlegt, es gibt ja von Yepoda so ein paar Produkte, ne? So ein Pinsel oder so ein paar Produkte, die man auch online kaufen kann. Aber was ich sehr, sehr gut finde, auch wenn das vielleicht als Filler-Produkte gedacht sind oder für viele als Filler-Produkte wirken, hast du damit trotzdem diese Funktion? Ich meine, eine Badebombe habe ich so von Yepoda auch noch nicht gesehen. Die Wintersocken, die passen alle zu der Geschichte, die Yepoda mit diesem Adventskalender erzählt. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Und du hast halt einfach unglaublich viele Skincare-Produkte. Nicht nur kleine Größen für unterwegs, sondern auch einfach Full-Size-Größen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hätte mich über den Adventskalender gefreut. Nicht nur, wenn ich die Produkte von Yepoda noch nicht kenne, einfach um sie auszuprobieren. Ich freue mich da jetzt aber drüber, weil ich weiß, dass ich nicht die großen Flaschen immer mit überall mit hinnehmen muss, sondern ich habe die kleinen perfekt für unterwegs oder für neue Produkte, um sie einfach mal auszuprobieren, wie beispielsweise die Christmas Moment Maske. Ich werde mich gleich abschminken und die ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Adventskalender-Inhalt sagt. Nochmal für euch eine kleine Erinnerung. 406 Euro Warenwert für einen Verkaufspreis von 159 Euro. Der Rabattcode gilt nicht auf den Kalender, weil er schon einfach so stark reduziert ist, aber das fällt ja jetzt alles mit in die Black Week. Und in der Black Week gibt es auch jeden Tag auf der Yepoda-Webseite viele spannende andere Angebote. Und es gibt immer Überraschungen mit dazu. Schaut da also gerne mal mit vorbei. Und die Überraschung gibt es natürlich auch dazu, wenn ihr den Adventskalender kauft. Mir hat das wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Schaut also gerne vorbei. Vielleicht ist das ja noch etwas, wo ihr sagt, ey Mensch, auf sowas habe ich von Yepoda gewartet, einfach um viele verschiedene Produkte auszutesten. Dann verlinke ich euch einmal alles. Ich wünsche euch den schönsten Sonntag, den ihr haben könnt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.